Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Swamp Lake Zoo an diesem wunderschönen, sonnigen, herrlichen Tag mitten in Europa. Wir haben ja in der letzten Episode schon sehr viel in Europa gebaut. Hier sehen wir das Ganze nochmal kurz. Wir haben Bernie's Bakery, wir haben eine Toilette, wir haben ein Mitarbeitergebäude, das ihr noch nicht gesehen hattet. Und wir haben natürlich unser wunderschönes Seehaus, in dem auch schon unsere ersten Gäste sitzen und sich das Essen schmecken lassen. Doch etwas ganz Wichtiges fehlt uns natürlich noch in Europa. Obwohl der Bereich schon relativ groß ist, fehlt uns immer noch die erste Tierart. Und genau darum wollen wir uns heute kümmern, genau in diesem Bereich. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, habe ich noch ein bisschen Terraforming gemacht und habe diesen Berg gegenüber vom Seehaus noch ein bisschen größer gemacht, um das Ganze ein bisschen alpiner zu gestalten. Und was würde dann in dieser Umgebung besser passen und besser funktionieren als ein Gehege für die Alpensteinböcke? Ganz genau, die Alpensteinböcke werden wir heute hier unterbringen und deshalb starten wir erstmal wieder mit ein bisschen Terrargestaltung. Wir platzieren wieder jede Menge Felsen, um das Ganze ein bisschen realistischer und ein bisschen natürlicher zu gestalten. Natürlich habe ich das Terrain auch wieder bemalt mit der Felsstruktur, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe und natürlich Struktur zu geben. Und letztendlich werden wir hier auch wieder pflanzen, jede Menge. Allerdings wird sich das diesmal ein wenig unterscheiden, was vielleicht für euch auch ganz interessant ist. Wir werden es nicht ganz so machen, wie wir das in den letzten Gehegen gemacht haben, wo wir uns an die nordamerikanische nordamerikanische Flora gehalten haben. Selbstverständlich werde ich mich hier auch wieder an die nordamerikanische Flora halten, allerdings das Ganze ein wenig eintöniger. Das heißt, von den Bäumen her, lasst mich lügen, aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, reduziere ich mich da wirklich auf nur eine einzige Art. Das mag jetzt im ersten Step vielleicht ein bisschen langweilig für euch klingen, aber lasst euch überraschen, wie es letztendlich dann aussehen wird, denn es sieht erstaunlich gut aus und gerade in diesem Alpenumgebungsfeld, whatever, sieht das wirklich richtig gut aus und gibt nochmal einen ganz anderen, realistischeren Eindruck. Aber wie gesagt, erstmal ist die Feldstruktur dran. Da brauchen wir natürlich jede Menge hier, wenn wir diesen Alpenbereich bauen, damit das Ganze auch nach was aussieht. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig darauf, hier im Europabereich weiterzubauen, denn wie ich in der letzten Episode ja auch schon gesagt habe, irgendwie hat es mir das Thema total angetan und ich finde es toll, mal wieder was ganz anderes zu bauen und in einen anderen Stil zu gehen und für andere Tiere zu bauen. Ich hatte bis jetzt noch keines der europäischen Tiere in einem Zoo untergebracht. Ich habe mir die Tiere auch noch gar nicht wirklich angeschaut, weder in irgendwelchen YouTube-Videos von anderen Leuten, noch dass ich sie einfach mal in irgendeinem Zoo von mir platziert habe, um sie zu sehen. Ausnahme dazu ist der eurasische Luchs. Den habe ich tatsächlich schon in Arizona in meinem anderen Sandbox-Zoo untergebracht, aber ansonsten noch keins dieser Tiere. Also von daher bin ich schon sehr gespannt drauf. Gut, den Steinbock kenne ich jetzt inzwischen, da wir den ja hier in diesem Gehege untergebracht haben, aber ich bin schon sehr gespannt auf alle anderen Tiere, da ich die natürlich noch nicht gesehen habe. Hier habe ich mit der Gehegebegrenzung ein bisschen was anderes mal wieder ausprobiert. Und zwar habe ich diesen Kunstfels benutzt, um so eine Art Schottergraben zu machen. Das dann mit Felsen noch ein wenig verkleidet, damit es nicht ganz zu unrealistisch und zu wild aussieht. Und ich finde, das Endergebnis lässt sich sehen und sieht eigentlich wirklich gut aus. Ursprünglich hatte ich geplant, hier wirklich nur einen Trockengraben zu haben und zu den Besuchern nicht weiter abzugrenzen, nur mit einem ganz niedrigen Zaun vielleicht.
Habe mich dann aber umentschieden, weil ich dachte, das ist ein bisschen unrealistisch, weil die Steinböcke mit Sicherheit über diesen Graben springen könnten. Deshalb habe ich das Ganze dann doch noch ein bisschen anders gestaltet, habe eben hier dann auch nochmal mit ein bisschen Felsen kaschiert, damit wir diese spitzen Ecken und Kanten wegen der Geländebeschränkung bzw. Terrainbeschränkung wegen der Besucherwege nicht sehen. Und ja, dann natürlich erstmal mit unseren Porenbetonsäulen hier nochmal die Wegbegrenzung ein bisschen verschönert und zum eigentlichen Gehege hin ja, abgeschlossen. Ich möchte, und das habe ich auch dementsprechend hier das Gehege so gehalten, ich möchte gern diesen Bereich auch so ein bisschen wildparkmäßig gestalten. Das heißt so, dass wir relativ große, naturnahe Gehege haben, ohne zu viel Schnickschnack, die einfach nur schön gestaltet sind. Das habe ich hier dementsprechend auch versucht, eben mit dieser natürlichen Bergkulisse, die wir hier haben. Und auch von der Gehegebegrenzung habe ich was Neues gemacht. Ich weiß, ich sage eigentlich immer, dass mir diese Ingame-Zäune nicht gefallen. Tun sie auch nach wie vor nicht. Deshalb halte ich das Ganze hier auch in Grenzen. Aber ich fand, dass dieser Maschendrahtzaun hier relativ gut dazu passt zu dem Ganzen. Vor allem hier für die Steinböcke und für diese Kulisse passt das einfach wirklich gut. Für den Rest habe ich auch was Neues benutzt. Ja, mit Erstaunen werdet ihr feststellen, dass ich mich diesmal nicht für unsere typische Swamp Lake Zoo-Mauer entschieden habe, um das Ganze einzugrenzen. Ich dachte, das wäre ein bisschen übertrieben, würde ein bisschen zu klotzig aussehen. Und gerade für ein Huftiergehege ist es nicht zwingend erforderlich. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, hier einfach eine Gehegebegrenzung mit diesen Baumstämmen zu machen. Das ist etwas, was ich mir so ein bisschen abgeschaut habe von meinem Lieblingsheimatzoo, nenne ich ihn mal, von dem Zoo in München. Da gibt es das ein oder andere Gehege, das eben mit so einer Holzpfosten- oder Baumstammwand abgegrenzt ist. Ganz konkret denke ich da zum Beispiel an das Elchgehege, bei dem das so ist. Ja, und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und deshalb habe ich das hier auch so benutzt. Und letztendlich, wenn ich die ganzen Pflanzen unterbringe, sieht man davon sowieso nicht mehr sehr viel. Und selbst das, was man sieht, finde ich jetzt nicht wahnsinnig störend, sondern es erinnert wirklich meiner Meinung nach an so einen Wildpark. Ja, Wildpark, natürliches Gehege. Hier baue ich dann noch ein paar Unterstände für unsere Steinböcke. Damit sie so ein paar überdachte Schlafgelegenheiten haben. Einfach ganz einfach gebaut, auch wieder aus Baumstämmen, allerdings aus den dünneren und dann diesen bemalten Holzplanken. Das Ganze dann einfach noch ein bisschen hintergeschoben in den Berg hinein letztendlich. Und noch ein paar Querstreben, damit das Ganze dann dementsprechend auch zusammenhält. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr da so einen Unterstand baut, dann achtet immer drauf, je nachdem wie groß er ist, dass ihr natürlich keine extrem klobigen Querstreben dann benutzt, sondern diese etwas dünneren, filigraneren Holzbalken. Das sieht einfach viel schöner aus. Und was ich nach wie vor immer noch sehr viel beobachte in den diversen Facebook-Gruppen, in denen ich Mitglied bin, was Planet Zoo angeht. Denkt dran, wenn ihr ein schönes Gehege gestalten wollt, es kommt nicht nur auf die Bepflanzung drauf an, sondern auch auf die Höhenunterschiede im Gehege selbst. Ich sehe das immer noch, dass viele zwar mit der Bepflanzung sehr, sehr vieles richtig machen, dass es wirklich toll aussieht,
sich dann aber fragen, oh, warum sieht mein Gehege nicht so schön aus oder was kann ich noch ändern, was kann ich noch machen? Und dann sieht man halt, dass das komplette Gehege eigentlich flach ist. Macht einfach ein paar Hügel rein. Es muss noch nicht mal wahnsinnig viel sein. Ihr müsst keine riesige Bergstruktur machen oder so. Allein wenn ihr so ein bisschen Erhebung schon drin habt, dann macht das einen wahnsinnig großen Unterschied. Und nutzt das Tool, um das Terrain zu bemalen. Das bringt extrem viel. So, wir sind jetzt hier dabei, ja, die Barrieren zu setzen, den Eingang für das Gehege auch zu setzen. Und hier mache ich jetzt gerade einen großen Fehler. Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren erklären. Ich habe es nicht so ganz verstanden, denn ich habe hier diese Barrieren benutzt, weil ihr ja seht, ich konnte den Mitarbeiterweg nicht bis an die Grenze des eigentlichen Besucherwegs heranführen. Und deshalb habe ich einfach diese Barrieren dafür benutzt, damit ich sicherstellen kann, dass unsere Besucher nicht den eigentlichen Besucherweg verlassen, sondern dass nur unsere Mitarbeiter sich in diesen Bereich begeben und dann eben durch das Tor des Gehege betreten der Steinböcke. Letztendlich, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe oder nicht, sorry, letztendlich habe ich dann aber beobachtet, dass die Steinböcke nicht von meinen Mitarbeitern ins Gehege gebracht werden konnten, da sie das Gehege nicht betreten konnten aufgrund dieser Barrieren. Nun hatte ich es eigentlich so verstanden, dass diese Barrieren nur von den Besuchern nicht überschritten werden können, die Mitarbeiter das aber doch können. Ja, die Realität zeigt nun, es ist nicht so. Unsere Mitarbeiter können auch diese Barrieren nicht betreten und ja, deswegen hatte ich hier ein bisschen Probleme. Gut, nun aber zum Thema Bepflanzung, was ich ja vorher schon angekündigt hatte. Ich beschränke mich hier nur oder fast nur auf diese Schwarzfichten bei der Bepflanzung, die in unterschiedlichen Größen und ich benutze auch so einen kleinen Trick. Ich versenke die Schwarzfichten teilweise auch im Boden, einfach um noch mehr Variation da drin zu haben und eben größere und kleinere Fichten und schlankere und dickere zu haben. Das gibt dem Ganzen auch nochmal wesentlich mehr Tiefe und ja, lässt das Ganze einfach auch nochmal echter aussehen, als wenn ihr nur diese Schwarzfichten in einer Größe oder in zwei, drei verschiedenen Größenordnungen benutzt. Deshalb ruhig die dann auch im Gelände versenken, damit ihr da diese Größenvariationen habt. Ihr seht schon, wie toll das aussieht hier letztendlich. Ihr müsst halt nur darauf achten und da eignet sich eben diese Schwarzfichte extrem gut dazu, weil die relativ schlank ist. Wenn ihr sie im Boden versenkt, dass Teile der Schwarzfichte nicht irgendwo anders aus dem Berg dann rausschauen oder eben nicht zu sehr, weil das zerstört natürlich dann die ganze Illusion. Falls das der Fall sein sollte, könnt ihr natürlich auch versuchen, das Ganze dann mit Felsen noch ein bisschen zu kaschieren oder mit irgendwelchen Büschen, die ihr dann auch noch reinpacken könnt. Und hier seht ihr schon, was das Ganze für ein wunderschönes Bild ergibt und wie viel Tiefe das letztendlich dem ganzen Gehege auch gibt. Und ja, gerade durch die Bepflanzung in den höheren Regionen mit den ganzen Bäumen lässt es das Gehege einfach auch nochmal extrem groß aussehen. Und auch durch die Höhenunterschiede, die wir natürlich auch gemacht haben mit diesen Fichten. Gerade, dass wir kleinere dann auch noch ganz oben platziert haben, das wirkt dann eben auch nochmal ganz anders und lässt das Ganze so aussehen, als wäre dieser Berg wirklich extrem hoch und ja, das Gelände extrem groß. Natürlich ist dieses Gehege auch richtig groß. Ich habe da natürlich mal wieder nicht mit dem Platz für unsere Tiere gegeizt. Aber wie gesagt, durch solche Tricks mit den Bäumen lässt sich eben auch ein kleineres Gehege dann nochmal sehr viel größer gestalten oder lässt es sehr viel größer aussehen.
Und vor allem haben wir hier natürlich dann auch wieder dieses Thema, dass wir viel unserer Gehegebegrenzung mit der Bepflanzung letztendlich kaschiert haben, was das Ganze nochmal größer wirken lässt, da für den Besucher kein sichtbares Ende zu erkennen ist. Und das wirkt dann eben auch nochmal so, als könnten die Steinböcke theoretisch auch über den Berg hinaus das Gelände benutzen und hätten dadurch nochmal wesentlich mehr Platz. Ja, was ich sehr schade fand, war, dass ich letztendlich dieses Enrichment-Item für die Steinböcke nicht benutzen konnte. Es sah total fehl am Platz aus und wenn ich es dann irgendwo platziert habe und ein bisschen im Gelände versenkt hatte, hat sich dadurch natürlich das Gelände auch verändert und ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das einfach nicht zu benutzen und das Ganze so zu belassen, wie es ist. Ist ein bisschen schade, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, die Steinböcke auch zu sehen, wie sie das Ganze dann nutzen, weil es doch ein schöner Anblick ist, wenn sie dort den Berg raufspringen dann und oben stehen und über das Gelände dann letztendlich schauen. Aber gut, da habe ich der Ästhetik den Vorrang dann gegeben und mich dazu entschieden, das dementsprechend dann lieber nicht so zu machen. Gut. Nun wird es Zeit, den Mitarbeiterbereich haben wir neu angelegt. Wir haben einen Mitarbeiterbereich bzw. Mitarbeitergebäude, die groß genug sind, dass unsere Mitarbeiter sämtliche Tiere, die wir hier im Europabereich unterbringen werden, versorgen können, ohne dass es größere Probleme geben sollte. Und ja, von daher brauchen wir uns jetzt für die nächsten Episoden nicht mehr darum kümmern, dass wir nochmal einen neuen Mitarbeiterbereich bauen oder was auch immer. So, nun kommt eben das Problem, das ich vorher angesprochen hatte. Meine Zoo-Mitarbeiter konnten die Tiere nicht in das Gehege bringen. Und das lag, wie gesagt, an diesen Barrieren, die ich hier untergebracht hatte. Deshalb musste ich schauen, dass ich diese Barrieren wieder rausbringe. Ich habe zunächst den Weg gelöscht, habe versucht, ob es daran liegt. Es lag nicht daran. Dann habe ich versucht, alles Mögliche zu machen und habe letztendlich dann eben diese Barrieren rausgelöscht. Und siehe da, plötzlich hat das Ganze funktioniert und die Mitarbeiter konnten die Tiere dann in ihr Gehege einbringen. Also von daher, wenn ihr hierfür eine Lösung wisst oder mir sagen könnt, was genau ich hier falsch gemacht habe oder was ich anders machen könnte, damit das dann tatsächlich funktioniert, damit meine Besucher eben nicht in diesen Bereich hineinlaufen und in das Gehege schauen, dann lasst es mich doch gerne wissen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dazu mit dem Mitarbeiterweg. Vielleicht kann ich ihn tatsächlich so unterbringen hier, dass er ordentlicher anknüpft an den Besucherweg. Und ja, wie gesagt, wenn ihr hierfür eine Lösung wisst, lasst mich das sehr gern in den Kommentaren wissen. Ich bin äußerst dankbar dafür, denn letztendlich bin ich ja auch nicht allwissend und lerne auch mit jedem Mal immer noch was Neues dazu. Und ja. Von daher, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin da extrem dankbar dafür. So, wie ihr seht, nachdem ich nun jedes Tier einzeln wieder auswählen musste, habe ich es endlich geschafft, die Steinböcke ins Gehege einzubringen. Habe dann gleich was gesehen, was mir überhaupt nicht gefallen hat, nämlich, dass einer der Steinböcke geschwommen ist. Sowas will ich nicht sehen. Steinböcke schwimmen in der Natur nicht ja, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe noch nie einen Steinbock schwimmen sehen. Von daher möchte ich das nicht. Und deswegen habe ich hier dann einfach auch nochmal ja, Felsen im Wasser untergebracht, um das Wasser ein bisschen seichter zu haben, dass die Tiere zwar draus trinken können, aber letztendlich, ja, wie gesagt, dass die Tiere draus trinken können, aber letztendlich dann nicht drin schwimmen können. Das wollte ich einfach nicht. Ja, und damit ist letztendlich das Gehege soweit auch schon
fertiggestellt. Unsere Tiere sind drin. Sie können sämtliche Bereiche oder die meisten Bereiche des Geheges nutzen. Teilweise auch die Dächer ihrer Unterstände, die sie betreten können, was ich auch ganz nett finde. Und letztendlich sind Steinböcke ja ähnlich den Ziegen und klettern wahnsinnig gerne. Oder sollte ich es andersrum sagen, Ziegen sind ähnlich den Steinböcken und klettern sehr gerne. Ja, damit überlasse ich euch kurz unseren ersten Tieren im Europabereich. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue mich über jeden Like, den ihr da lasst. Und über jedes Abo meines Kanals. Wir sind inzwischen schon fast bei 250 Abonnenten. Wäre cool, wenn wir die 250 Abonnenten in den nächsten Tagen noch schaffen würden. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder einschaltet, wenn wir uns dann um das nächste Tiergehege kümmern, von dem ich aktuell noch nicht weiß, welches es sein wird. Luchs, Dachs oder Dammwild. Mal sehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.